Also, das Ziel kann nur allen Leuten zu sein. Von mir aus wählt Frau Merkel, die immer denselben Blazer trägt. Das ist ja auch sympathisch. Ja? Wenn es eine große Koalition gibt, dann können wir auf die SPD Druck machen, die Energiewende weiter durchzusetzen. Ich weiß, die SPD hat das Wort Energiewende noch nie gehört. Wir müssen es der SPD noch beibringen, dass es das gibt. Ja? Und mit den Grünen ist das eh kein Problem. Aber bitte, 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 alle, die vielleicht auch diesen Livestream sehen oder wir hier alle in der letzten Woche, können sagen, FDP unter 5%. Heute kam die Meldung, dass die FDP gerne die Kompetenzen der Energiewende vom Umweltministerium ins Wirtschaftsministerium verlagern möchte. Ja, dann wissen wir, was mit der Energiewende passiert. Die politische Forderung zu sagen, wir wollen sozusagen auch noch ein Moratorium, also dass eine politische Partei sich traut zu sagen, wir wollen, dass es verboten wird, Photovoltaik, Windstrom, Biomasse aufzubauen, das ist ein politischer Skandal. Das ist politische Qualität wie im Kohlenkeller. Und dann höre ich mit der FDP auf. FDP, raus aus dem Bundestag. So, und nun noch zur Energiewende. Wissen Sie, das sehen Sie in Ihrer täglichen Arbeit. Sie wissen das, ich brauche Ihnen das nicht zu sagen. Es ist neben dem politischen Zirkus, der sich in Berlin wie in einer fliegenden Untertasse abspielt, das nichts mehr mit dem realen Leben zu tun hat. Ja? Herr Seehofer, der, brauche ich Ihnen auch nicht zu sagen, jenseits von Gut und Böse ist. Das hat alles nichts mit der Realität zu tun. Es gibt eine Propaganda gegen die Energiewende, das hält keiner aus, mit falschen Argumenten. Dieses ganze Gerede, die Energiewende macht den Strom teurer. Wir haben es vorhin gehört, hier, dass der Strompreis sich sowieso verdoppelt hat. Das hat mit der Energiewende nichts zu tun. Und den Leuten wird systematisch in einer Zusammenarbeit zwischen Medien und Politik erklärt, die Energiewende ist zu teuer. Das müssen wir, glaube ich, immer wieder sagen. Das ist totaler Quatsch, das ist Propaganda. Und die Propagandaabteilung bei der FAZ und beim Spiegel, die das zum großen Teil auch noch verbreiten, die bringen ganz bewusst falsche Informationen in die Öffentlichkeit. In meinem Film gibt es ein Argument, und das möchte ich Ihnen einfach nochmal sagen. Weil ich glaube, eine Zahl, ja, die sehr entscheidend ist. Erstens, wenn wir uns die Preissteigerung angucken für konventionelle Energie, für Kohle, Öl und Gas, ist der Preisunterschied 2004 zu 2012, da importieren wir dieselbe Menge, ist exakt dieselbe Menge zwischen 2004 und 2012, also in 8 Jahren dieselbe Menge. Für diesen Kram zahlen wir pro Jahr durch die Preissteigerung 61 Milliarden Euro mehr. Jetzt denken Sie, das ist die Gesamtimportkosten. Sind das nicht? Wir zahlen im Vergleich 2004 zu 2012 61 Milliarden Euro mehr für den Import von Kohle, Gas und Erdöl. So, und in der Öffentlichkeit wird gesagt, die Energiewende kostet 18 Milliarden Euro pro Jahr für die Einspeisevergütung. Das ist die Abzahlung dafür, dass wir 27% regenerative Energie im Netz haben. So, das ist eine Abzahlung, die hört irgendwann aus. Dafür zahlen wir 18 Milliarden Euro. Und jetzt nehmen wir das. 18 Milliarden Euro für die Energiewende und 61 Milliarden Kostensteigerung für den Import konventioneller Energie. Da sage ich, nicht die Energiewende macht den Strom teuer. Wir können uns die konventionelle Energie nicht mehr leisten. Das ist der Punkt bei der ganzen Geschichte. Das macht es teuer. Ja? Und wir können, ich bin selber freier Journalist, ja? Und jeder Journalist, der sagt, die Energiewende macht den Strom unbezahlbar, der lügt oder ist ein schlechter Journalist, und dagegen muss man sich wehren und sagen, konventionelle Energie macht den Strompreis in den nächsten Jahren unbezahlbar für uns Menschen und für auch die Wirtschaft. Nicht das EEG-Gesetz macht die Deindustrialisierung, sondern die unbezahlbare konventionelle Energie. Und das ist das Argument, was ich glaube, was wir den Bürgern erklären müssen. Und deshalb haben wir alle Aufklärungsarbeit zu leisten. Und es würde mich sehr freuen, lassen Sie sich nicht entmutigen, ich mache das mit meinem Film, ich gehe durchs Land, ich versuche Internetprogramme zu streamen, dass wir für die Energiewende kämpfen, lassen Sie sich nicht entmutigen und wir alle freuen uns auf den 22. September, wenn die FDP aus dem Bundestag fliegt. Vielen Dank.